Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Package Inspector. Wir gehen ins Jahr Nummer 10, wir werden zweistellig. Das erste Jahrzehnt ist jetzt rum. Wenn ich jetzt nicht eine Beförderung kriege, bin ich sauer und kündige. Nein, Spaß, dann habe ich ein Problem. Weil dann muss ich Steine kloppen, was weiß ich. 10 Jahre, sag doch mal was dazu. Anscheinend haben Sie die Schuldigen gefunden. Ab sofort sind Pakete aus einschlägig bekannten Ländern auszusortieren, um den Drogenkonsum zu begrenzen. Achte dennoch weiterhin auf verdächtige Post. Okay, machen wir. Jahr 10. Ab sofort gibt es den neuen Reiter verbotene Länder. Die drei Länder, die mit den meisten Schmuggelgütern aufgefallen sind, werden dort gelistet und dürfen nicht bearbeitet werden. Erwischen Sie ein Paket aus diesen Ländern, entsorgen Sie es. Die Liste ändert sich jährlich. Und jetzt kommt noch eine Sache. Hier geht es nicht um die Flagge, die aufgedruckt ist, sondern hier geht es um den Ländernamen. Weil der Ländername ist korrekt, die Flagge ist falsch. Das ist das, was wir am Anfang gesagt bekommen haben. Prüfen Sie, ob die Flagge auf dem Adressaufkleber mit dem Absendeland übereinstimmt. So. Farmiga, Kommunista und Boralis. Habe ich einen Stift für eine Markierung dran zu machen? Die Antwort ist natürlich ja. So. Eins. Boralis, Kommunista und Farmigal. Kurios, das sind nämlich zufälligerweise genau diese drei hier, die hier in der ersten Ecke stehen. Sollte man sich merken können. Der Rest gilt natürlich weiterhin. Ich habe vorhin vergessen, Pakete zu prüfen. Naja, wir werden es mitkriegen, wenn es schief geht. Und dann werde ich mich fragen, warum es schief gegangen ist. Aber dann wird es da stehen. So, was haben wir hier? Ein Paket aus Farmigal. Tschüss. Witzig. Das ist immer die Trockenübung am Anfang und am Schluss wird es dann immer komplizierter. So, was ist das hier? Truggleton. Das stimmt. Mausia. Ausland. Kategorie 1. 5. 6,50. 8,50. 10,50. Passt. Klebeband, Risse kleben und ohne großartige Sachen weiterschicken. Kategorie 1, Kalgonien, das ist korrekt, geht nach Harmony, sind 5, sind 7, sind 59, sind 10, sind 11. Und 13. 10, 12, 13. Passt. Klebeband. Stimmt, irgendwo hier sind Macken. Zwei kleine, das reicht aber. Kategorie 1. Mausia, falsche Flagge. Tschüss. Es kommen manchmal so die Dinger von ganz am Anfang hoch. So. Das ist ein Kommunista-Paket, wenn das hier stimmt. Und deswegen fliegt's raus. Kategorie 1, Absender. Harmony, das stimmt. Oh, nach Texien. Wiegt weniger als 3 Kilo, alles tutti. 3 plus 1, 15, 4, 50, 5, 6. 6 muss es haben, es hat 6. Perfekt. Es hat Risse. Einen. Ab nach Texien ins Inland. Postzentrum. Kategorie 1. Das Ding geht nach Vulkor. Kommt von Ozoron. Das ist korrekt. Der Inhalt kann mir egal sein. Kategorie 1 sind 5, 57, 59. 11,50 brauch's, 11,50 hat's, Klebeband, kleben, kleben, ich kleb dir was, Alter. Und weiter schicken, na bitte.
Das sieht verdächtig aus. Farmigal, jawohl, weg damit. Die dürfen einfach gar nichts mehr verschicken. So. Sind jetzt geächtet. Kategorie 2, Kalgonien, das stimmt nach Texien. Was ist da drin? Erdbeere, Banane, Pizza, 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 viel zu viel Lebensmittel. Also weg damit. Und ihr seht, es wurde nicht bemängelt, also ist das immer noch richtig. Kategorie 1, Vulkov, das stimmt, geht nach Texien, wiegt weniger als 3 Kilo, brauchen wir nicht danach gucken. 3 plus, gefährlich, 4,50, 5,50, zerbrechlich, sind 6 und 7, es hat 7, aber da ist Staub dran. Huh, Glück gehabt. Da muss man auch drauf achten. Katastrophe. Kategorie 2. Marusia. Stimmt. Geht nach Marusia. Stimmt auch. Das Ding ist staubfrei. So. Sind 57, sind 59, sind 10, sind 12, sind 13, 50, die es haben muss. 10, 12, 13, 50. Klebeband. Zukleben, zukleben, zukleben. Das tut dem Workflow des Spiels einfach so gut, wenn man das Klebeband in der Hand behalten kann. Das ist irre. Wahnsinn. Das erste Kategorie 2 Paket. Das wir tatsächlich weiterschicken. Kategorie 1. Kriminia, das mit dem Bär, das ist richtig. Geht nach Texien. Ist nichts Verdächtiges drin. Kategorie 1 sind 3, sind 4, sind 5,50, sind 7,50, das stimmt. Klebeband, das Ding hat gelitten. Na bitte, sauber. Liebe Zuhörer des großartigen texischen Radios, entgegen unserer Vermutungen kommen die Drogenlieferungen aus einschlägig bekannten Ländern. Unsere Experten vermuten, dass die Rebellen diese anfordern, um Sie, meine treuen Landsleute, gefügig zu machen. Lassen Sie sich nicht vom Teufel verführen. Bleiben Sie standhaft. Der muss richtig krass schreien an diesem Mikrofon. Ich stelle mir ein Bild vor. Meine lieben Gefährten. Es sind Gerüchte im Umlauf, dass wir an den Drogenlieferern schuld seien. Das wollen wir hiermit weit von uns stoßen. Für den Widerstand brauchen wir klare Köpfe und keinen benebelten Geister. Lasst euch nicht durch diese Fake News zum Narren halten. Vertraut den Widerstand! Aha. Na denn dann, wenn sie das sagt, dann glauben wir das doch einfach mal, ha? Huh? So, wer lesen möchte, pausiert. Und wir suchen uns die Schwaben-Version davon aus. 520, 516, 493, ja, klarer Fall. Entschuldigung. Straight up ins Ende dieser Folge. Da sehen wir nämlich jetzt auch schon im Vorschaubild auf die nächste Folge. Und wie es da weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Aber nur, wenn ihr dieser Folge einen Daumen nach oben gebt. Andernfalls kommt ihr das andere Video nicht angezeigt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.